Ja, herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Wir machen weiter mit Factorio. Wir hatten gestern so ein paar Dinge getan, kommen wir gleich nochmal ganz kurz dazu. Und wir haben natürlich wieder einiges vor. Erstmal herzlich willkommen an den Chat. Moin Koldemon, moin Marcel. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle anderen, die so nach und nach zuschalten. Jo, wir hatten uns gestern mal damit befasst, diese Core-Fragmente von anderen Planeten auf Nauvis runterzuschicken, per Rakete. Ich denke, das war keine schlechte Idee, weil wir ja eben diese Kreuz- und Querverbindung haben in der Herstellung der einzelnen Produkte. Und da werden wir uns heute noch drum kümmern, nicht gleich zu Beginn, das machen wir gleich oder später. Moin Ripke, willkommen. Ja, ich sag mal so, ich musste mal die To-Do-Liste wieder installieren, weil ich sonst immer Sachen vergesse. Wir machen heute eine Kohleverflüssigung, einen Ölblock 2 bauen wir, das ist der Bereich hier. Ja, also einmal Kohleverflüssigung, einmal nochmal Öl. Und dann sollten wir da öltechnisch auf jeden Fall safe sein. Dann geht's weiter. Ja, wir müssen die ganzen Sachen... ach ja, genau. Meteorverteidigungsmunition. Richtig. Ich habe eine Änderung gemacht gegenüber zu gestern. Und zwar habe ich die Uran-Brennstoffzellen-Anlieferung hier noch in die Raketenblöcke mit integriert. Und das heißt, die anderen Planeten kriegen jetzt hier automatisiert die Uran-Brennstoffzellen. Ich habe darauf verzichtet, dafür eine extra Abfrage zu machen. Ich habe gestern noch gesagt, hey komm, wir machen noch eine Abfrage für Uranzellen und für Meteoritenverteidigungsmunition. Machen wir nicht. Wir machen einfach einen stumpfen Abgleich von dem, was drin ist, über diesen Greifarm hier. Und der sagt dann, jo, wir haben jetzt 840 da drin, dann packe ich da auch nichts mehr rein. Reicht. Na, ganz einfach. Und genau das gleiche werden wir auch mit der Meteoritenverteidigungsmunition machen. Und die einzigen Startbedingungen, die wir dann noch haben, sind halt, ist da oben genug Kraftstoff und sind da oben genug Raketenbauteile. Und das war's. Mehr nicht. Das brauchen wir auch nicht. Also es kann sein, dass der Laden sich mal hier und da vielleicht ein bisschen verhaspelt, weil das ist ehrlich gesagt eine ziemliche crappy Solution hier, aber ich denke, für unsere Zwecke reicht das erstmal. Gut, genau, die ganze Geschichte bauen wir dann nachher hier auf. Ist relativ dicht bei. Die ganzen Materialien, die wir dafür brauchen, die haben wir da. Das sind nur Batterien, Schaltkreise, Stahl. Easy going. Ich denke auch, dass wir da einen 1-1-Train fahren lassen werden. Hätten wir auch eigentlich schon bei der Brennstoffzellengeschichte machen können. Aber die Vorräte, die wir hatten, die haben ausgereicht, um den ganzen Laden zu versorgen. Also gehe ich mal davon aus, es ist okay. Aber bei der Munition hier machen wir das nicht. Und das wäre einfach ein bisschen, ja, zu viel des Guten. Was haben wir hier noch draufstehen? Wie gesagt, die gesamte Verarbeitung, Kryonit, Vulkanit, Holmenit, Beryl. Danach geht es Richtung Energiewissenschaftspakete 1 und dann müssen wir defragmentieren, weil wir ja diese alte Core-Fragmentieren, hier Geschichte, diese Anlage hier oben, nicht mehr so wirklich betreiben können. Der Aufwand, hier ein Logistiksystem aufzubauen, um Bahnhöfe zu steuern, je nach Priorität, lohnt sich hier nicht mehr. Wir werden dann nachher anfangen, ja, die neue Anlage hier hinzubauen, sofern wir alle schaffen, was wir noch vorhaben. Die Liste ist wieder voll. Das heißt, wir machen das einfach von der Zeit abhängig, je nachdem, was wir halt schaffen und was nicht. Ja, genau. Wie gesagt, die Bahnhöfe, das sind Standarddinger, das sind die Zahnradbahnhöfe noch, die können wir dann nachher umbenennen. Die eigentlichen Verarbeitungsblöcke, wie gestern schon mal angesprochen, die kommen hier außen rum in diesem Achterring. Und die Ressourcen werden dann per Fließband hier in die Mitte geleitet und von hier aus machen wir das Zwischenlager und das Balancing der ganzen Geschichte und sortieren die ganzen Sushi-Geschichten aus. Und schicken dann die entsprechenden Produkte an die Bahnhöfe. Und wir haben fünfmal ja, festes Material, dann haben wir einfach noch Pyroflux mit dabei und halt Rohöl. Und dann hätten wir die ganze Core-Mining-Geschichte abgearbeitet. Und dann kommt eigentlich nur noch ein fehlendes Signal, sehe ich gerade. Dann kommen aber auch noch andere Sachen. Wir müssen dann gucken, dass wir die Priorisierung richtig machen. Und dann, ja, sollte das gehen. Fehlt hier auch, ne? Ja. Gut, dass wir da nochmal reingeguckt haben. Aber ich vergesse ja ständig Sachen. Naja. So viel dazu. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir fangen direkt mit der ersten Geschichte an. Kohleverflüssigung. Was kriegen wir da raus? Diese da. Also, nicht falsch verstehen, diese Kohleverflüssigung soll in keinster Weise diese Ölvorkommen, die wir haben, ablösen. Es geht hier nur darum, dass wir überschüssige Kohle aus der Core-Fragmentverarbeitung hier durchheizen können, damit der Laden nicht verstopft. Genau, wir haben hier im Schwerpunkt Schweröl. Passt ja. Ach ja, das war diese Kickstart-Geschichte. Wir brauchen einmal Schweröl, um es anzuschmeißen und dann läuft's. Dann brauchen wir wieder so einen ja, Überlaufschutztank oder Blockierschutztank, wie auch immer. Und das ist genau ungefähr das Gegenteil von dem, was wir hier machen. Unsere anderen Raffinerien sind ja auf Leichtöl getrimmt, weil wir so viel brauchen für den Raketentreibstoff und so weiter. Das heißt, wir brauchen dann im Schwerpunkt halt eben mehr
Chemiefabriken, um das Schweröl zu Leichtöl umzubauen und weiter Richtung Flüssiggas. Gut. Ja, schauen wir mal. Wir haben ja ein paar Raffinerien dabei, ne? Ja. Wir fangen einfach mal an. Mal sehen. Dampf machen wir da vor Ort per Waterfill. Relativ easy. Moin, Ekidash. Willkommen. So, da haben wir das gute Stück. Im Grunde genommen brauchen wir dafür ja nur einen Input. Ich überlege gerade. Ja, warte mal. Wir könnten das eigentlich genauso machen wie hier. Nur nicht ganz so. Also in Bezug auf die In- und Out-Bahnhöfe. Nur, dass der Innenbahnhof halt ein Kohlebahnhof wird. Aber ich denke schon, dass wir auch hier in dem Block einen Output für Leichtöl und für Flüssiggas und halt eben im Schwerpunkt auch für Schweröl haben werden. Ja, machen wir. Damit die Anlage sich selber balancen kann. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Gut, das heißt, wir brauchen irgendeinen Input. Wir nehmen mal irgendwas, was nicht belastet mit irgendwelchen anderen Sachen ist. Wobei, ist eigentlich egal, ne? Ja, komm, ist egal. Wir nehmen mal eben Stahl hier mit. Der ist so vollgepackt. Warte. Hier, nehmen wir den hier. Ist auch nicht weniger. Ah, egal. So, immer rein damit. Das können wir gleich wieder abreißen. Nicht so schlimm. Genau, wichtig ist, und das hier ist ein Kohle-Input und kein Kupferplattengedöns. Und das sollte der Kombinator natürlich auch wissen. Gehen wir runter auf 10.000. Hat er eh nur einen 50er, ne? Und keinen 100er. Weiß noch nicht genau, wo ich die Output-Geschichten nachher hinbauen möchte. Dementsprechend reißen wir es erstmal ab. Aber macht ja nichts. So, das Coole ist, wir können jetzt den Output von hier mitnehmen. Weil genau das brauchen wir hier auch. Wir müssen nachher mal gucken, was wir da noch alles dazu basteln müssen. Aber ansonsten, wenn wir den Kram genauso aufbauen, dann haben wir damit eigentlich keinen Stress. Glaube ich. Weiß man nicht, ne? Genau, Schweröl brauchen wir auch. Geh mal. Da ist der Tank mit dabei. Dann nehmen wir mal das hier mit. Den Output oder Input machen wir dann nochmal. Ja, mehr oder weniger vernünftig dann. Genau, dann haben wir die gleiche Geschichte nochmal mit dem Flüssiggas. Genau. Achso, das sind nur die Rohre, die hier fehlen. Ja, okay, pass auf. Diese Rohre hier machen wir jetzt erstmal weg. Weil ich habe keine Ahnung, ob wir die hier in der Form brauchen. Und ich glaube, der Rest ist in Ordnung. Oh, Kohle kommt schon. Nice. Aber das sind gerade so die Sachen, die wir hier gerade am wenigsten brauchen. Aber ist egal. So, Raffinerien haben wir dabei. Eigentlich können wir doch die Reihe hier mitnehmen, oder? Ja, nicht ganz, aber den unteren Part auf jeden Fall. Können ruhig ein bisschen Abstand lassen. Und die Raffinerien wollt ihr jetzt nicht bauen, oder? Na egal, dann machen das halt die Basisroboter. Ja. Genau, ich denke mal, die Sache mit dem Schweröl. Also wir könnten in der Theorie schnell ein Rohr hier verlegen. Oder wir nehmen einfach wieder Fässer, so wie damals auch. Ja, ja, das sollte schon irgendwie gehen. Genau, bei den Output-Bahnhöfen müssen wir nichts einstellen, weil die sind genau so wie bei der normalen Ölverarbeitung auch. Macht absolut keinen Unterschied. Ja, die werden schon kommen, oder? Achso, genau. Ich habe übrigens noch ein paar Sachen gemacht. Ich habe den ganzen Kram hier mit Beton wieder versehen. Hatten wir gestern nicht mehr gemacht. Und ich habe nach links raus ein bisschen weiter gebaut. Habe den See ein bisschen zugeschüttet. Denn wir brauchen hier hinten dran noch ein paar Arbeitsschritte mehr. Und 4 reicht übrigens nicht, weil wir haben ja eigentlich diese ganze Kette, die wir hier brauchen. Und diese hier. Und das hier. Und das, ne? Also das kommt alles hinten dran. Hier unten drunter kommt dann irgendwann noch Iridit. Und dann haben wir diese ganzen, ich sag mal, externen Geschichten alle hier in diesem Blockbereich drin. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Aber eins nach dem anderen. So, kommen die jetzt eigentlich oder nicht so? Ich weiß es immer nicht bei den Bots. Und man kann sich nie so sicher sein irgendwie.
Da kommen Raffinerien. Nice. Ja, aber diese Bot-Geschichte wird besser, sobald wir die Energiewissenschaftspakete haben, weil dann kriegen wir nochmal einen kleinen Tempo-Boost mit rein. Oh, jetzt müssen die erstmal aufladen, bevor sie es bauen. Ach, diese Typen, ne? Ist echt der Wahnsinn. So, den Laden hier müssen wir umstellen auf Kohleverflüssigung. Wir hätten dann hier ein Output von 161, weil der Input, also die brauchen ja selber noch Schweröl, um überhaupt laufen zu können. Das heißt, sie haben auch wieder einen Schweröl-Input hier. Das aber nicht weiter tragisch. Machen wir, wie gesagt, einfach mit einem Easy-Tank. Eigentlich hätten wir die Rohre von oben auch mitkopieren können. Das ändert sich ja nur zu Wasser. Zu Dampf statt zu Wasser, so rum. Ja, dann machen wir das. Ich weiß auch noch nicht, in welcher Menge wir das hier machen, ob wir da noch mehr Raffinerien unten dazu bauen. Ich würde erstmal eine Reihe nehmen. Wir können ja Abstand lassen, weil wir brauchen hier wirklich sehr viele Anlagen, die Schweröl zu Leichtöl und so weiter machen, weil das Verhältnis einfach ein anderes ist. Ne? Müssen wir mal schauen. Genau, da ist der Dampfinput. Kommen wir hier rüber. Ja, perfekt. Gerade so. Nice. Und dann brauchen wir diesen hier. Du machst. Ja, ist eigentlich egal, ne? Ach so, der zeigt nur die Rohmaterialien an. Ja, ist ja gut. Okay. Nee, wir sind nicht selbstmordgefährdet. Dann brauchen wir eine Gewässerpumpe, so wie gehabt. Und ich habe das Gefühl, die brauchen noch Strom. Die Frage ist, reicht der eine dafür? Ja. Schön. Und dann lassen wir das so. Genau, und alles andere ist eine Kohlegeschichte. True, das war der Trick an der Geschichte. Wir müssten nämlich diese Rohre hier weiter nach hinten verschieben, damit wir da sauber mit dem Fließband durchkommen. Und das passt hier, glaube ich, relativ gut. Ja, eintunneln wir dann halt. Das ist Schweröl, aber es macht ja nichts. Quatsch, dampftunneln wir, so rum. Oder andersrum, je nachdem. Ist egal. Ich glaube, wir machen das tatsächlich so. Da kommen wir nämlich durch. Und das können wir tunneln. Ja, dann machen wir es so. Genau, okay. Ach so. Genau, und dann ist noch die Frage, wie viel Kohle geht hier eigentlich rein? 21? Ist relativ wenig tatsächlich. Ja, mal sehen. Moin Trägerfinger, willkommen. Ich glaube, wir machen da echt noch eine zweite Reihe von, oder? Ach so, hier müssen wir eh noch ein paar Umspannwerke hinbauen, glaube ich. Genau, die Greifarme kommen dann hier einfach mittig mit rein. Das sollte auch kein Thema sein. Oder wir machen das so. Ja, dann machen wir es so, komm. Ist ja nur links und rechts einmal. Und der Rest ist ja dann sowieso ein Selbstläufer, ne? Jo. Okay. Dann können die sich damit schon mal vollfressen. Wasser ist da, Dampf ist da. Okay. Dampf wieder anschließen. Stimmt, haben wir die Höhe verschoben. Wir verschieben das ganze Ding hier. Warte, Landfill. Es wird einmal, oh, wird einmal eine Weltreise. Mit der Brut gezockt. Nice. Wir haben gar kein Landfill hier rumfliegen, oder? Oh. Wie viel? Ach gut, ja denn. Ach ja, wir haben den Container hier im System drin. Ja, pass auf, dann lassen wir da erstmal stehen und machen das gleich. Gut, wie gesagt, wir lassen hier ein bisschen Abstand. Falls wir auf die Idee kommen sollten, hier noch eine Reihe Raffinerien hinzubauen. Und dementsprechend fangen wir hier unten erst an mit den Chemiefabriken. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ach so, halt, wir müssen Abstand lassen. Genau, dann haben wir erstmal schwer zu leicht. Und jetzt kommt es halt gleich darauf an,
wie viel wir maximal verarbeiten können. Und anhand dessen entscheiden wir, ob da noch Raffinerien dazukommen oder nicht. Dann ist der halt ein Block drüber. Ist egal. Genau. Auch hier haben wir dann natürlich die Produktivitätsmodule mit drin. Wenn wir den Kram jetzt mal eben so anschauen, wird das natürlich nicht reichen. Nee. Aber da kommen natürlich noch Effektverteiler mit dazu. Bevor wir das machen, ziehen wir einmal den Output zusammen. Genau, den ganzen Input-Quatsch, den können wir uns auch von hier kopieren. Ja, machen wir eben die Variante, das sollte reichen, genau. Ach, die haben einen anderen Abstand, stimmt. Dann lassen wir das hier weg. Nee, haben die nicht. Bin nur wieder blind. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ich habe vergessen, den einen zu kopieren. Na denn. So. Strom können wir da auch noch reinschmeißen. Also sollten wir vielleicht sogar. Nice. Genau, Effektverteiler. Wir kriegen maximal 3 von den Dingern damit rein. Warte mal, wir sollten von der Mitte aus anfangen, oder? Oder geht sich das aus? Hier, warte mal. Oh. Das ist ja nett. So, was haben wir jetzt? Holy moly. Also da, oh. Oh, da geht aber einiges. Also wenn wir das auch noch mit dem Leichtöl hinbekommen, mit dem Flüssiggas in diesem Bereich hier, dann können wir da auf jeden Fall noch eine Reihe Raffinerien dazu bauen. Die können auch dann diese Effektverteiler mitnutzen. Die Frage ist nur, würde das reichen mit dem Abstand? Ja, die Dinger schmeißen wir dann gleich wieder raus. Ja, jein. Weil da hätten wir eine Connection, das wollen wir nicht. Kommen wir da irgendwo in die Quere? Nee, wenn wir Dampf wieder auf die linke Seite bauen, dann haben wir keine ungewollte Verbindung. Ja. Sollte passen. Genau, die lassen wir dann weg. Pass auf, wir setzen die Dinger da mal hin. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wir gehen da mit einer zweiten Kohle-Lane rechts raus und dann hier wieder. Oh, das habe ich vergessen. Stimmt. Nee, kriegen wir nicht hin. Warte mal. Wir schieben das hier noch ein bisschen runter. Könnte passen. Und dann können wir nämlich auch den ganzen Klumpen mitnehmen und dann sehen wir das auch. Scheiße, wir müssen noch einen Block mehr, ne? Nee, müssen wir... Doch, brauchen wir. Okay, dann machen wir das. Dann müsste das hier sein. Ich hab's gleich, warte. Ja, ist ja egal, ne? Warum nicht? So, dann haben wir den hier. Die Effektverteiler da, die brauchen wir nicht. Es ist nur wichtig, dass wir eben keine Rohrverbindung darunter bauen. Ja. Und wie gesagt, das Ding hier drehen wir gleich um. Das heißt, wir brauchen nur bis da, genau. Können wir nicht mal eben schnell machen. Ne, können wir nicht, weil die Rohre noch nicht da sind. Ist egal. Die drehen sich ja auch um, wenn man drüber zieht, wenn die gebaut sind, ne? Ist kein Thema. War ich die eigentlich irgendwie schief gebaut? Nee. Also so wie es geht halt, ne? Ja, passt schon. Ja. Genau, und jetzt ist halt noch die Frage, können wir das mit dem Leichtöl nochmal genauso machen? Ich denke, wenn wir die mitnutzen, hier die Effektverteiler, geht das? Ja, sollte, ne? Ja, sollte. Dann können wir uns die hier nämlich sparen. Geht das? Ja, nice. Spart natürlich dann auch wieder Energie. Ne? Sollte klar sein. Und dann wird das hier unten interessant mit dem Flüssiggas. Weil im Grunde genommen müssten wir auch wieder sicherstellen, dass das Ding im Ernstfall, wenn alles vollgelaufen ist an Schweröl und Leichtöl, dann muss alles, was hier rauskommt, verarbeitet werden können. Weil ansonsten bleibt die Anlage hängen. Wie gesagt, wir priorisieren das wieder, ähnlich wie bei der normalen Ölverarbeitung auch. Dann kann da eigentlich nicht viel schief gehen. Gut. Wir können uns schon mal einen runterholen. Genau, hier. Ach ja, das müssen wir gleich machen. Landfill ist da.
Aber erstmal holen wir die Kohle hier runter. Das war eine schlechte Idee. Oh, ich habe einen Bot mitgenommen, oder? Nee, doch nicht. Ist gerade noch weggeflogen. Naja, gut, dann nehmen wir diesen Strommast hier mit. Die Rohre sind immer noch nicht alle fertig. Jetzt hat diese eine hier keinen Strom, ne? Ja, warte mal, die anderen kriegen auch keinen. Warte, dann machen wir das so. Und so. Vielleicht reicht das. Könnte. So, die Maschinen sind schon mal alle da, ne? Das ist schon mal gut. Da fehlen noch ein paar Module, aber das sollte gerade nicht so tragisch sein. Ach so, wir sollten das Rezept ändern, ne? Wäre schlau. Ich hab schon gewundert, hä? Wie geht denn das? Genau. Weiß nicht, ob das reicht. Ne? Wie gesagt, wir haben den Bereich hier unten ja noch frei. Werden wir sehen. Diese hat und diese hat nicht. Ja, genau. Ja, aber da müssen wir noch mehr machen. Hatte ich mir fast schon gedacht. Ne? Da müssen noch ein paar Maschinen dazu. Und das sollte mit dem Bereich hier eigentlich passen. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, wenn wir die hier auch noch mit den Effektverteilern zuballern. Wir können das gleich mal testen, aber bin mir da nicht sicher. Mal gucken. Wir testen das gleich mal. Wir können das dummerweise nicht anders bauen. Moin Wolfi, willkommen. Es sei denn, kriegen wir die da rein? Oh, aber der hat der oben nicht. Also, wir können es dann auch nicht mehr verschieben. Also, wir haben da nicht unbedingt die Möglichkeiten. Was ist denn, wenn wir das machen? Nee, passt nicht. Das ist wegen dem Rohr. Aber so können wir das trotzdem machen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist ja richtig, ja. Ja, machen wir so. Finde ich gut. Den brauchen wir nicht. So, genau. Die Kohle können wir da nicht reinschmeißen. Egal, die finden schon irgendwas. So, wir machen das hier nochmal genauso. Den brauchen wir nicht. Ah ja, müssen wir umdenken. Stimmt. Der kann weg. Den ersten will er irgendwie nie abbauen. Naja, gut. Ja, also wir bräuchten einen Rohrabstand mehr, wenn wir das bei beiden machen wollten. Na, das ist eben die Sache. Das Gute ist, ich glaube, da oben könnten wir das sogar so machen. Wenn wir den nach oben schieben. Das heißt, wir könnten die hier dann hier oben reinstellen. Na, dann braucht er eine extra Wurst, aber... Ja, oh, warte mal, das passt sogar sehr gut. Pass mal auf, da finden wir eine andere Lösung für und die schieben wir dann runter. Und das Rohr, da müssen wir dann gleich mal gucken. Wir können aber auch diese Reihe hier mit dieser zusammenlegen, dann braucht der hier extra. Also, im Grunde genommen kriegen wir das hin. Mal gucken. Ach ja, genau. Wir müssen natürlich alle eben um einen nach oben schieben. Aber der Platz ist vorhanden. Zum Glück haben wir das mit dem Waterfill noch nicht wieder neu gebaut, weil jetzt wissen wir brauchen da tatsächlich noch Platz. Genau, die brauchen das. Ja, ich weiß, sie sind overloaded. Oh, ich stehe mir wieder selber im Weg. Dann packen wir die wieder ein. Und ich glaube, es wäre ganz okay, wenn wir hier mal eben so Umspannwerke reinpacken würden, oder? Jo. Es gibt immer diesen einen. Warte mal. So. Total schön. Ja, genau. Wir haben auch den Platz hier. Dann machen wir das nämlich genauso. Oh. Müssen wir den nur eben verlängern um einen. Der andere ist ja eh getunnelt. Und auch hier müssen dann die Kollegen halt mal eben raus. Aber das ist kein Thema. So, die beiden. Die beiden. Und diese beiden.
So, bevor wir jetzt irgendwas weitermachen, ist immer noch die Frage offen, packen die das oder nicht? Ja, sogar sehr gut. Ja, pass mal auf, das schafft Raum für Feintuning. Nicht unbedingt. Aber wir müssen da unten ja eh noch eine Reihe bauen. Warte mal, wir gucken mal, ob wir das hier so hinbekommen, dass wir nicht zu viel von dem Schweröl durchheizen. Dann haben wir noch Platz für diverse Energiesparmodule. Ja, ich glaube, da geht noch eins raus pro Effektverteiler. Wir müssen nur gucken, dass wir mit der unteren Reihe dann das so weit hinbekommen, dass wir eben noch die Reste hier verarbeiten. 150, ja. Mal sehen, ne? Das lassen wir so stehen. Das ist immer noch relativ viel, aber ich denke, das ist in Ordnung. So. Wieso habe ich die anderen? Ach, da hinten sind die, lol. Dann, wie gesagt, brauchen wir nochmal so einen Klumpen hier, glaube ich, ne? Ob wir das jetzt. Ne, also wenn, dann müssten wir es so rumdrehen. Das mit den Anschlüssen kriegen wir auch hin. Das sollte passen. Genau, dann packen wir das Ding nämlich genau da wieder mit ran. Insofern der Gesamtoutput nicht zu groß wird, müsste das gehen. Genau, hier nehmen wir nochmal eben die normalen Stromleitungen. Ach, knappe Geschichte hier. Dann machen wir links und rechts noch eine Maschine dazu, aber dann ist echt Ende hier. Vielleicht reicht das sogar ohne Effektverteiler, da fehlt noch ein Rohr. Das brauchen wir nicht. Oder wir brauchen die Effektverteiler, das kann auch sein. Oh, on point. Ja, mehr nicht. Ja, oder wir packen die damit dazu. Dann hätten auch alle die Geschichte mit der Energiespargeschichte dabei. Ja, warte mal. Was machen wir? Dann tauschen wir hier eins durch. Das sollte eigentlich auch gehen. Und wenn nicht, dann müssen wir halt wieder umbauen. Ja, einfach mal austesten und gucken, was passiert. Ja, okay, dann kriegen die halt keine Energiesparmodule. Wahrscheinlich reicht das jetzt immer noch nicht. Warte mal. Doch. Ja, dann machen wir es so. Was haben die nochmal für einen Gesamtoutput jetzt so? Ja, easy. Guck mal, da kommt gar nicht so viel von dem Kram raus, ne? Also Schwerpunkt hier ist halt tatsächlich einfach die Schwerölgeschichte. Warum ist da eigentlich so ein. Ach so, wegen Copy-Paste, stimmt. Genau, das gleiche ist hier auch. Aber nicht. Also vielleicht, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Wir können auch erstmal das von hier drüben hier rüber kopieren. Gut, was wir auf jeden Fall jetzt erstmal machen. Wir packen mal den ganzen Schweröl, es darf irgendwo in den Tank mit rein. Genau, Schweröl ist hier auf der rechten Seite. Das heißt, es würde sich anbieten, den Tank hier auf der rechten Seite zu bauen. Machen das hier oben, glaube ich. Ja. Ne, ein weiter. Genau. So, Schweröl geht hier rein. Und Schweröl geht auch von hier nach oben. Und das primär. Damit wir die Richtung hier klar vorgeben und kein Rücklauf entsteht, nehmen wir das Ganze mit einer Pumpe hier rein. Genau. Und das Schwerölzeug geht dann in diesem Bahnhof. Sollte es dazu kommen, dass der Tank voll läuft oder einen gewissen Punkt überschreitet, na, wie immer, dann ist diese Pumpe nur aktiv, wenn in diesem Tank, sagen wir, mehr als 10.000 Schweröl drin sind. Dann haben wir da auf jeden Fall immer eine Priorisierung drin. Passt soweit. Achso, sah gerade so grün aus, aber ist rot. Genau. Wenn das der Fall ist, dann kommt das Zeug hier runter. Und geht hier rein. Moin Marfman, willkommen. So, dieser Kollege hier. Ach so, warte mal. Wenn wir gerade eh bei dem Wasser dabei sind, dann passen wir das hier nochmal eben richtig an. Genau, da ist die. Oh, stimmt, da fehlen die Rohre noch. Dachte mir schon gerade. Irgendwas war da ja. Und ich habe es vorhin, glaube ich, sogar noch gesagt. Naja, egal. Genau. Wir brauchen auf der Seite hier noch ein Rohr. Dann kommt wieder der gute alte Heizkessel dazu. Upsala.
Ach so, ja. Vielleicht wählen wir auch ein Rezept aus, ne? Wäre super. So, genau. Was wir hier auch noch brauchen, ist eine zweite Priorisierung, fällt mir gerade ein. Und diese Pumpe hier, die ist aktiv, wenn da schon über 5000 drin sind. Weil es ist viel wichtiger, dass die Anlage weiterläuft. Dann müssen wir kurz mal eben hier rüber. Denn wir haben natürlich auch noch einen Schweröl-Input. Und jetzt haben wir uns ganz schön verhaspelt hier. So eine Kacke. Warte. Ich hasse Roboports. Genau. Das gleiche, also eigentlich müssten wir von dem Anschluss hier noch irgendwie. Ah, nee, warte mal. Wir machen da einen Rundlauf von, genauso wie mit dem Dampf auch. Ja, machen wir so. Das heißt, hier mit dem Dampf-Input, der kommt hier nochmal kurz wieder raus. Am besten vor diesen anderen Materialien mal eben tunneln. Dann haben wir die nachher nämlich nicht im Weg. Genau, dann geht der Dampf hier mit ran. Auch wenn wir das da oben anschließen, dann sollte was durchlaufen, genau. Und Schweröl. Ah, wir machen das hier hinterm Roboport. Oder? Nee. Na doch, komm, machen wir. Ja, das reicht sogar. Dann machen wir hier ein gerades Stück ran. Genau, damit haben wir das so verbunden, dass wir an dem Tank hier nicht noch mehr Wuling bauen müssen. Passt. Gut, dann haben wir gesagt, wenn über 5000 sind, macht den Bahnhof voll. Wenn im Tank über 10.000 sind, schiebt es weiter zur Spaltung. Alles davor geht wieder in den Kreislauf rein. Genau. Okay, dann haben wir bei diesen Kollegen hier das Leichtöl am Output. Den Tank bauen wir auf diese Seite, weil hier der Leichtölbahnhof ist. Mal schauen, wie wir das am besten anstellen. Ich denke, wenn wir den hier dazwischen quetschen, das ist eine richtig blöde Idee. Dann stellen wir den hier hin. Und zwar mit dem Anschluss auf Höhe. Warte mal, so vielleicht. Genau. Ist ja nicht total egal, glaube ich, oder? Wir müssen das hier eh wieder mit der Pumpe machen und der muss irgendwie noch hier rein. Ah, okay, warte, dann drehen wir das doch nochmal eben. Da ist kein Platz mehr für einen Tunnel. Dann machen wir es so. Ist okay. Genau, der Output von hier kommt hier rein. Ah, machen wir auch mit der Pumpe gleich. Wie gesagt, einfach um zu verhindern, dass hier irgendwas zurückläuft oder irgendwelche komischen Sachen passieren. Dann brauchen wir da auch kein Underground, die läuft. Perfekt. Genau, sollten in diesem Tank dann wieder mehr als 10.000 sein von diesem Leichtöl, dann wird diese Pumpe aktiv. Wollen wir da Reste behalten? Nee, eigentlich können wir das hier stumpf anschließen. Der braucht auch nicht unbedingt eine Pumpe her, tatsächlich. Nö. Ah, doch, machen wir schon. Komm. Die kann auch immer pumpen, weil die hat sowieso. Oh, hat sowieso Priorität. Genau, dann sind wir hier in der ollen Spaltung drin. Ach ja, wir machen davon auch einen Rundlauf. Und das heißt, wenn da wirklich so viel Leichtöl ankommen sollte, dass es hier hinten wieder ankommt oder rauskommt, dann schieben wir den Kram hier nach unten durch. Genau. Wie viel Wasser wird hier benötigt? Weil das können wir doch bestimmt auch mit einer Quelle machen, oder? Ja, easy, locker. Dann können wir das auch verbinden. Ja, warum eigentlich nicht? Upsi. Genau, so ist es richtig. Hier brauchen wir noch Wasser, ne? Stimmt. Ist aber an sich nicht so wild, weil eigentlich können wir den damit anschließen. Wie ist denn der Gesamtbedarf von den beiden? Überschaubar, würde ich sagen. Ja, okay.
Genau, dann packen wir den damit drauf. Können wir das? Ne, wir verschieben das jetzt nicht. Komm. So. Was noch fehlt, ist die Verbindung hier runter. Nämlich für das Flüssiggas. Ja, der Tunnel da, der lohnt sich nicht unbedingt. Das könnten wir nochmal auf der anderen Seite machen. Nö. Nur vielleicht. Aber hier wäre vielleicht auch wieder interessant, da eine Pumpe einzubauen. Möglicherweise, ne? Weiß ich nicht. Ja, komm, machen wir eben schnell. Ausgleichleitung haben die ja. Könnten wir auch hier machen, theoretisch. Ja, ist egal. Also ich denke mal, eine reicht. Okay, wenn ich nichts vergessen habe, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann könnten wir hier gleich mal einen kleinen Testlauf starten. Dampf ist hier. Genau, wir brauchen Schweröl. Das müssten wir in diesen Kreislauf hier reinpacken. Genau, das heißt, wir können da schon mal eine Montagemaschine hinbauen. Oh, wir haben doch Schwerölfässer drüben. Stimmt. Die kommt dann gleich wieder weg. Wir brauchen sie, wie gesagt, nur einmal kurz. Genau, entleere Schweröl. Diese Richtung bitte. Genau. Ja, wir holen mal eben was. Nee, müssen wir von der alten Basis holen, stimmt. Ah, dachte ich mir doch, dass die Sachen hier schon drin sind. Nehmen wir wieder raus. Weiß nicht genau, wie viel wir brauchen, aber ich nehme einfach mal so ein paar Sachen mit. Na komm. So. Passieren auf jeden Fall Dinge. Oh, warte mal, wir müssen hier Leichtöl, ne? Und so, das müssen wir doch nach unten durchleiten. Das habe ich vergessen. Okay, nicht so schlimm. Warte mal, ist da oben bei den Fässern, ist das eine Lagerkiste oder was ist das? Warte mal. Ah, das ist eine Lagerkiste, perfekt. Dann nehmen wir mal eben eine aktive Anbieterkiste hier mit ran. Okay, wir packen die da hin. Genau, da können die den Kram gleich wieder da oben hinschmeißen, ja, easy. Gut. Ja, wie gesagt, wir müssen noch mal eben schauen, dass wir mit dem Leichtöl-Stuff von hier oben nach unten kommen. Und mit dem hier auch. Im Grunde genommen. Wir könnten das damit anschließen. Genau. Wie weit kommen wir hier? Oh, perfekt. Oh. Ah ne, passt ja, ja, alles gut. Nicht ganz getroffen, naja. Genau. Genau, das gleiche nochmal mit Flüssiggas. Machen wir das auf der anderen Seite? Nee, ist eigentlich egal, ne? Das ist wirklich relativ egal. Ja, sneaken wir hier noch mit durch irgendwie. Die müssen dann da mit ran. Oh, war wieder super. Nee, wenn dann hier. Nicht die schlauste Idee, warte mal eben. Dann machen wir es so. Weil hier komme ich nicht genau ran. Ja. Ist nicht so schlimm. Da ist auch noch jemand im Weg. Ah ne, gar nicht. Aber auch das macht da nicht keinen Stress. Ja, okay.
Wenn wir das so betrachten, dann müsste eigentlich für die Richtungsangabe auch hier nochmal eben eine kleine Pumpe mit ran. Ist nicht so wichtig hier, glaube ich, aber wir machen das mal. Gut, und damit hätten wir Kohleverflüssigung. Offensichtlich reicht der Tank schon so weit, dass solche Sachen durchgeschmissen hat. Und dann kam der nächste Arbeitsschritt hier und hat er wieder leer gesaugt. Und dann ist er jetzt wieder bei 5K. Pass mal auf, wir helfen dann nochmal eben so ein bisschen nach. Damit er hier durchballern kann. Reicht das eigentlich noch mit dem Dampf hier für die beiden Reihen? Wir hatten das nur mit einer getestet. Ja, nice. Okay. Wir machen mal eben einfach alles leer, dann brauchen wir uns um die leeren Fässer nicht kümmern. Das machen die Bots dann. Gut, der ist leer. Fässer sind raus. Sind auch weg. Perfekt. Dann kann das hier auch weg. Ja, nice. Dann haben wir die Kohleverflüssigung fertig, glaube ich. Ich weiß es nicht. Natürlich, ne, es füllt sich jetzt erstmal Schweröl auf. Dann nebenbei noch Leichtöl, halt die Überschüsse von oben. Und erst wenn hier Schweröl voll ist, gehen Dinge hier in die Schwer- zu Leichtölgeschichte rein. Und erst wenn Leichtöl voll ist, gehen die Sachen hier unten rein von Leichtöl zu Flüssiggas. Genau. Ja, ich denke, das lassen wir mal so stehen, oder? Machen wir voll. Es kann nicht sein, dass da was fehlt. Oder? Nee, ist voll. Die lügen schon wieder, die Bots. Man kennt es. Siehst du, sag ich ja. Das heißt, Kohleverflüssigung ist fertig. Genau, Ölblock 2. Das ist eigentlich nur eine exakte Kopie von diesem hier. Ja, machen wir. Das machen wir aber per Blueprint, damit wir hier diese ollen Wasserlöcher mitkriegen. Da müssen wir nur noch, nochmal drüber ziehen, damit die Pumpen dann noch gebaut werden. Aber ich denke, das ist keine schlechte Idee. Wichtig ist, bei so einem Blueprint, wenn wir es eh gleich bauen, dass die Namen der Zughaltestellen mit übernommen werden. Wir könnten auch die Kacheln mitnehmen. Ja, wieso denn nicht? Ach, müssen wir ja eh. Genau, die Pumpen sind hier gerade rot markiert, ne, weil die gerade keinen Platz haben, weil da nun mal kein Wasser ist. Ja, dass die da rummeckern, kann ich mir vorstellen. Aber kriegen wir, glaube ich, trotzdem hin. Bis auf Waterfill. Das machen wir nochmal eben. Achso, die Rohre, ja, von mir aus auch das. Nach der Aktion hier sollten wir dann öltechnisch keine Probleme mehr haben, außer Rohöl. War das ein anderes Thema? So, hatten wir alles? Mal gucken, ob wir die Pumpen da reinkriegen. Ja, sieht gut aus. Dann machen wir das so. Ja, dann können wir den Blueprint wieder löschen. Jo, dicke Upgrades heute. Nice. Ist zwar noch nicht fertig, ne, aber ich schmeiß es da mal raus. Genau. Wir haben momentan eigentlich Zeit für diesen Quatsch hier. Wir brauchen auf Verptee nämlich mehr Energie, weil der nächste koronale Massenauswurf geht auf Verptee. Und der Reaktor, der wird nicht ganz ausreichen dafür. Das heißt, wir organisieren mal eben schnell. Oh, ein Autosave. Und im Anschluss holen wir mal schnell ein paar Solarpanel von hier. Da wollen die immer rein, genau richtig. Da werden immer 600 gebaut. Ja, jetzt haben sie schon mal alle drin, passt. Wir haben auch, glaube ich, unten in der Kiste noch welche. Warte mal eben. Ja, 172. Ja. Und dann fliegen wir gleich nämlich mal eben nach Verptee. Was wir schon mal. Wir könnten. Ne, wir nehmen nicht die Rakete. Ne, wir nehmen diese hier, weil wir brauchen noch einen Haufen Akkus dafür. Über so 1000 mitnehmen vielleicht. Wie viele werden geliefert? 400. Ja, lass mal laufen.
Ich meine, wir könnten da auch einen zweiten Reaktor hinbauen, aber ganz ehrlich, wobei, das können wir vielleicht mal überlegen. Nee, warte, ich brauche den hier. Weil Verbtier ist nämlich relativ weit weg von der Sonne. Wir haben hier 37% Solar. Wir bauen einen zweiten Reaktor, komm. Ist egal. Die können wir hier trotzdem reinladen, die Dinger. Ich cancel mal die Anforderungen. Aber eigentlich, das Problem ist, wir brauchen nicht so viel. Weil, ganz ehrlich, der Verbtier-Reaktor, der macht hier 390 Megawatt. Was brauchen wir? 460. Bisschen mehr natürlich, weil die Maschinen und so noch arbeiten, klar. Ja, wir versuchen das mal mit dem Solaransatz. Da lohnt sich kein zweiter Reaktor für. Ja, wir testen das mal. Problem ist halt nur, wir haben bei den Kisten hier dann weniger als die Hälfte, sagen wir ungefähr ein Drittel. Das ist aber trotzdem noch relativ viel im Vergleich zu denen. Ja, klar. Mal gucken. Ist nicht ganz die feine englische, aber gerade die einfache und schnelle Variante. Moin Roba, willkommen. Ne, wie gesagt, wir machen die Solarpanel-Geschichte, weil so viel fehlt dir ja nicht. Das AKW mit Brennstoffzellen versorgen wir das. Und die Brennstoffzellen werden über, also jeder einzelne Planet, jeder Außenposten ist über einen Raketenblock hier angesteuert. Und da sind auch Brennstoffzellen dabei, Sprit, Teile, die gerade noch gebraucht werden vielleicht, je nachdem. Das lohnt sich? Nee. Aber reicht. Bevor ich mit dem Lieferkanonen-Scheiß anfange, nee, nee, nee. Also diese Raketenblöcke sind ja nicht dafür da, die Planeten erstmal hier primär zu versorgen. Das machen die nur ganz selten. Die Raketen, die chillen hier keine Ahnung wie lange. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass diese Sachen hier runter wollen. Ja, Solarstrom haben wir im letzten Spielstand gemacht und dann hatte ich irgendwann keine Muße mehr und überhaupt keinen Bock, den halben Planeten mit irgendwelchen Solarpanelen zuzupflastern. Da kommt echt richtig Freude auf. Die Materialkosten für einen Nuklearreaktor sind wesentlich geringer, als den halben Planeten da zu pflastern. Aber kann jeder machen, was er will, ne? Nein, wir werden Beryl nicht auf dem Planeten aufspalten. Und warum? Weil wir Schwefelsäure brauchen und für den nächsten Schritt Kryonitstäbe. Und das Problem haben wir ja auch gar nicht mehr, weil Beryllium ja schon hier hergestellt wird. Inklusive. Also wir verschicken von hier die Barren in den Orbit von Nauvis und werden die von da aus weiterverarbeiten. Fliegen wir nochmal eben schnell hier in Sub-Dingen rein. Werden wir nochmal aufgefüllt hier. Was wir eventuell noch mitnehmen sollten, sind Umspannwerke. Warte mal, ich will das mal eben voll machen, dann machen wir den Laden hier aus. Und dann können wir noch ein paar Sachen einpacken, genau. Sprit ist gerade nicht so wichtig. So, wo sind die Umspannwerke? Die ist aber, na gut, das kannst du dir echt sparen. Ich weiß, das ist mir durchaus bewusst. Aber hast du Bock, den ganzen Kreuz- und Querverkehr hier mit den Kryolithstangen, Schwefelsäure, Schweröl, Kupfer, Vulkanitgedöns, überall kreuz und quer zwischen den ganzen Planeten zu verteilen? Nein, ich nicht. Das machen wir nicht. Nur aufspalten? Nee, machen wir auch nicht. Weil, wenn wir nachher die Core-Miner-Geschichte ein bisschen erhöhen, dann wird der eine Reaktor nicht mehr ausreichen, um die ganzen Core-Miner zu versorgen, inklusive der Planetenverteidigung hier, Meteoritengedöns und so weiter. Ja, ist nur ein Arbeitsabschnitt, aber du willst ja auch die Crusher mit Produktivitätsmodulen verwenden und vielleicht mit Effektverteilern, damit die schnell arbeiten. Achso, falsche Rakete. Wir nehmen diese hier. So, wir wollen nicht nach Ithnora, wir wollen nach Verbti.
paar sind ja schon mal da, ne? Kommt da noch irgendwas? Ja, 200 Stück, dann warten wir noch mal eben. Und wir müssen das doch mitnehmen. Achso, die Rakete vom Orbit müssen wir mal eben manuell runterschicken. Die sollte normalerweise eigentlich später fliegen, aber macht nichts. Novus Landing Pad, genau. Ja, wie gesagt, es kann ja jeder machen, was er möchte, ne? Aber ich habe keinen Bock, eine fette Energieinfrastruktur auf jedem Planeten aufzubauen, um dann wieder irgendwelche Einzelteile hin und her zu schicken für die einzelnen Schritte, um dann irgendwann den Kram nach Novus oder in den Orbit zu schicken. Wir verarbeiten hier zentral. Ja, wir auch. Gut, Solarpanels sind raus. Wir haben hier jetzt drinne. Achso, da kommt ja der Rest noch nach. Man kann das natürlich auch direkt in die Rakete packen. Wir haben 700. Wie gesagt, ich warte nochmal eben auf die restlichen Akkus. Und dann ist es okay, glaube ich. Die nächste Sache, was machst denn du eigentlich mit dem Sand, Quatsch, mit dem Stein, mit den normalen Kernfragmenten? Wo bleiben die eigentlich? Sind die wieder verwirrt oder was? Ja, vermutlich. Ja, an welche Zughaltestelle denn? Wir haben keine da auf den anderen Planeten. Also ich frage nur wegen der Verarbeitung. Machst du das da auf dem Planeten dann nochmal zentral oder machst du das auf Novus dann nochmal? Ja, du kriegst ja aus den Core-Fragmenten Steine raus. Vor allem hier Pyroflux, das musst du ja auch irgendwie loswerden. Das meinte ich eigentlich. Ja, und genau das machen wir nämlich nicht. Richtig. Ja gut, Stein ist die eine Sache, ne? Das ist mir egal. Aber Pyroflux? Und was mit den Standardkernfragmenten? Achso, die schickst du dann doch in Rohform quasi zum Planeten. Weil das Pyroflux willst du ja haben. Ja, genau. Okay. Naja. Wie gesagt, kann ja jeder machen, was er will. Ist mir zu aufwendig. Weil wir hier für jeden Planeten, für jedes Material einen identischen Block haben, ohne dass wir irgendwas ändern müssen. Oh, wo wollen die Akkus sollen da rein? Ach so, die laden sich wieder auf. Das sind die Idioten hier, ne? Wahnsinn. Ja, kannst du ja nicht, eigentlich. Weil wenn du die Spezialsachen hier noch haben willst, dann... Ach, ist egal. Komm, lass gut sein. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Du musst ja irgendwie eine Aufteilung gemacht haben. Aber wie gesagt, ist mir eigentlich auch relativ Wayne. Weil wir machen das so, wie wir das gemacht haben. Ist relativ einfach erklärt. So, 160 noch. Jo, wie gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Energie. Wir könnten uns auch noch Zeit lassen damit eigentlich, ne? Weil es sind ja noch 21 Stunden Zeit. Aber hätte ich gerne fertig. Und lass es vielleicht ein oder zwei Solarpanelfelder sein, ne? Ja, bei Kovarex ist halt die Frage, wie viel Material man vorher hat, ne? Weil wir hatten ja mit der alten Anlage, die mal hier oben stand, hatten wir, keine Ahnung, irgendwie 4000 von dem Uran-235 rumfliegen. Das haben wir dann hier unten einfach reingeschmissen und seitdem ist kein Uran-238 mehr da. War perfekt. Gut, was kommt da noch? 111.
Wohl noch mehr. Ich weiß auch gar nicht, was die Bots wieder für Probleme haben. Naja. Wo waren die eigentlich mit drinne? Hier nicht. Ah, das sieht gut aus. SPM? Gar nicht, wir forschen gerade nicht. ...448 Anreicherungsanlagen. Oha. Ja, das kann ein bisschen dauern, das stimmt. Aber es ist, ja, schon eine ordentliche Menge, ey. Wahnsinn, ja. So, dann machen wir die Akkus mal eben voll. Let's go. Ich denke mal, dass wir in einem der nächsten Streams oder ich mal zwischendurch, dass wir die alte Basis hier abreißen, weil inzwischen können wir, ja, die Versorgung für den Orbit, also diese Rakete und die, ich sag mal, Aufbaurakete mal in den Hub-Bereich verschieben. Das sind aber auch die einzigen beiden, die nachher hier im Hub landen. Landen, wie passend. Und mehr nicht. Der Rest ist ja, wie gesagt, ausgelagert hier. Ja, aber der Klump hier, der muss langsam mal weg. Ist einfach so. So, die bringen auch nichts Neues mehr. Eingestellt ist, Verbti Landing Pad. Boah, dann let's go. Oh, danke. Wir hätten auch nicht unbedingt selber mitfliegen müssen, ne? Aber wir machen das mal. Gut. Und der ist auch schon wieder ready. Nice. Ich meine, ich verstehe halt auch das Problem nicht, ne? Wir haben hier 10.000 Core-Fragments drin. Pro Rakete. Für unsere minimalistischen Produktionen reicht das Dicke. So, was wir brauchen, sind ein paar Solarpanel. Ein paar Akkus. Genau, Umspannwerk haben wir noch. Und dann bauen wir mal eben so eine kleine Vorlage vielleicht. Und vielleicht auch nur einen, so einen Block oder so. Mal gucken. Immer die Frage, wie es nachher passt. Ja. Intelligenter wäre das übrigens nur ein Viertel zu bebauen, aber ist egal. Kommen die eigentlich rüber? Ja, ja, geht da genau, stimmt. Passen sogar genau da rein. Aber wir sollten, wie gesagt, auf jeden Fall noch ein paar Akkus mit einbauen. Und die kommen genau jetzt quasi. Vielleicht brauchen wir davon noch ein paar mehr. Das Praktische ist halt, dass die Dinger 4x4 groß sind. Das heißt, wenn wir eine Reihe rausnehmen, haben wir automatisch genug Platz. Und nicht diesen Hackmeck-Kram wie mit den Billig-Solarpanelen. Genau, und da die sowieso mehr Leistung haben, wäre es vielleicht praktisch? Immer sowieso. Nee, warte mal, bei dem Planeten eigentlich nicht. Wir haben ja eh schwächere Effizienz, ne? Connecten wir mal eben hier rüber. Wir machen hiervon auf jeden Fall eine Doppelreihe. Ja, dann machen wir das genau so. Dann machen wir noch eine dritte Reihe mit dazu.
Gut, und dann blauprinten wir das. Ja, yep, das ist schon mal richtig, genau. Ach, die machen auch mit. Nice. Aber ich werde hier auf ein Logistiknetzwerk verzichten. Na, die machen jetzt so den Anfangskram hier, den sie halt kriegen. Mehr nicht. Oh. Ja, guck mal, schon mal über 400. Sehr schön. Ich denke mal, wenn wir so 500, 550, 600 erreichen, dann reicht das auch. Und wir brauchen... Oh, stimmt, wir brauchen den Schirm dann noch hier. Stellen wir den irgendwo her? Ich glaube nicht, ne? Hab den, glaube ich, nur einmal gebaut. Logistik. Schirm. Den haben wir da nicht. Was ist, damit? Nee. Okay, dann müssen wir den noch hinterher schicken, aber den können wir ja dann von Nauwes aus platzieren. Den Rest machen die Bauroboter hier, ja. Easy. Da habe ich tatsächlich schon mal vergessen. Ja, hatte mich gefreut, dass die Energie passt, aber einfach stumpf vergessen, diesen Schirm dahin zu setzen. Das war geil, nicht? Ja, 4:30. Haben wir denn noch was? Jo. Jo, okay, nice. Deine brauchen wir nicht. Achso, Batterie ist schon wieder leer. Ja. Wenn wir die Energieforschung haben, dann kriegen wir doch... Ah ne, mit Materialforschung kam erst der neue, ne? Ja, genau. Wir machen aber trotzdem erst die Energiegeschichte, das ist mir gerade wichtiger. So, haben wir denn noch... Ja, wir hatten noch Solarpanel, stimmt. Ich baue halt auch immer ungerne Solarpanel-Geschichten auf anderen Planeten, weil du halt eben auch die Fläche... maximal erhöht, was so Meteoriteneinschläge angeht. Und wir haben nur eine 8. Anlage hier, also es werden auf jeden Fall welche durchgehen. Ah, wie gesagt, das ist nicht so tragisch. Hier nicht. Was heißt nicht so tragisch? Ist auch ein weißer Meteoritenplanet, ne? Ah. Mal sehen, wer weiß. Aber darum kümmern wir uns nämlich danach. Meteor-Verteidigungsgedöns-Munition. Und damit werden wir die Raketensilos, die unten stehen, auch noch ergänzen. Das heißt, wir liefern hier die Munition an. Müssen sie nirgendwo herstellen, nur auf Nauwes und gut ist. Ja, cool wäre, wenn das mal wieder hell werden würde. Ah, wie praktisch. Ich würde noch eine Reihe mitnehmen. Ich glaube, wir haben noch ein paar. Oh. Hä? Hä? Ach so, Meteoriten. Ja, genau das meine ich. Ne? Wir haben hier auf Andragora haben wir genauso eine Meteoritenverteidigungsanlage, aber manchmal kommen die halt einfach durch. Ist so. Immerhin ist er nicht ganz kaputt gegangen. Ah, das ist wieder typisches Pech, ne? Da steht eins ein Strommast irgendwo in der Wildnis rum und genau der wird getroffen. So, dann noch ein paar Umspannwerke. Was macht die Energie generell? Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen mehr würde ich noch nehmen.
Und den restlichen Quatsch, den machen wir mit Akkublöcken voll. Und dann ist gut. Wir haben jetzt noch... Okay, wie viel braucht einer? Ach so. Okay, Moment. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, der dritte könnte unter Umständen nicht fertig werden. Ich glaube nicht. Ja, dann machen wir daraus halt einen Akkublock oder so, ne? Geht auch. Ja, knappe Geschichte. Könnte passen. Oh, die Bots machen das spannend, weil keine Energie mehr da ist. Genau, dann müssen wir also Pi mal Daumen bei 500 sein, ne? Ja, genau. Perfekt. Schön. Den Rest fangen wir dann, wie gesagt, mit den Akkus auf. Und dann läuft das, glaube ich. Genau, dann können die wieder rein. Jo, okay. Wie kommen wir hier eigentlich wieder weg? Wobei, das Ding ist hier, das Landepad unten, das hat, glaube ich, noch Restplatz frei, oder? Das wird interessant gleich. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Könnte aber passieren, dass wir einiges an Kram wegschmeißen. Egal. Schön. Wir haben eh nicht genug, oder? Doch, locker. Hä? So, ein so ein Block braucht wie viele? Sehe ich nicht. Jetzt 252. Oh, easy. Nice. Na kommt. Ja, einen machen wir noch und den Rest schmeißen wir wieder ins Lager. Können wir eben gucken gehen, glaube ich. Ja, dann schmeißen wir halt ein paar weg. Ist egal. Hab gerade eh massiven Energiemangel hier mit der Rüstung, aber ja, nicht so tragisch. Oh, das war's, ne? Nee, also fast. Könntet ihr mal dahin? Hä? Okay. Genau, egal. Dann fehlen da halt ein paar, meine Güte. War da noch was drin? Nee, ich glaube, ich hatte alles rausgefischt, soweit ich weiß, ne? Ja, okay, alles klar, läuft. Genau, Norbis Web hier. Ja.
Auch geil, die nächste Rakete bringt dann wieder verbrauchte Brennstoffzellen mit runter. Nice. So, und der hier ist jetzt komplett voll. Genau. Oh, passt. Aber wie gesagt, ist nicht so schlimm. Der hier macht Dinge, das dauert immer ein bisschen. Passt. Okay, dann hätten wir auch das fertig. Genau, nächster Schritt, diese Meteorverteidigungsgeschichte. Wir wollen ja in die Versorgungsraketensilos noch die Meteoritenverteidigungsmunition mit draufnehmen. Allerdings in dem Fall mal mit einem 1-1-Train, das reicht dicke. Dann können wir hier irgendwo noch einen Bahnhof mit reinbauen. Und dann schieben wir den Stuff auch wieder hier mit rein. Genau, Rohmaterialien oder so brauchen wir nicht, weil wir haben alles dafür da. Wir brauchen Batterien, grüne Schaltkreise und Stahl. Ist alles vorhanden. Müssen wir uns nur irgendwie gönnen. Hatten wir mal irgendwo einen Batterie-Input? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nur im Hub. Naja, ist egal. Aber wir können mal diesen Stahl-Input hier mitnehmen. Ich denke, das ist eine ganz coole Sache. Ja. Und dann brauchen wir noch grüne Schaltkreise. Die sind meistens bei den roten Schaltkreisen, genau. Querverbindung da hinten brauchen wir nicht. Der Container reicht. Wir machen die Anforderungen aber auch nicht so groß. Oh. Warum ist da eigentlich... Hä? Ach, weil wir da das Uranvorkommen vorher hatten. Stimmt. Da ist auch noch das Rohr von dem Schwefelsäuregedöns, ja. Das gleiche können wir hier auch machen. Eigentlich ist dieser Container auch nur zum Balancen da, wenn man das mal so betrachten möchte. Gut. Dann nehmen wir nochmal eben diesen Bahnhof hier einmal so mit. Kein Stahl-Input, sondern Batterien. Ja, Train haben wir schon dafür. Genau. Wie gesagt, wir machen das hier nicht allzu voll. Weil, ach ja, hat er kopiert, genau. Weil wir brauchen da nicht so super viel von. Das können wir bei den anderen Kollegen auch nochmal eben einstellen. Achso, der ist schon fertig. Der ist noch nicht da. So, und dann brauchen wir noch einen Output. Wie gesagt, dieses Mal mit dem One-One-Train. Das heißt, wir nehmen den Bahnhof von hier mal eben mit, weil der ist nämlich genau dafür ausgelegt. Das Signal muss weg. Ja. Genau, und wir haben dann hier eben als Output die Munition für die Meteoritenverteidigung. Genau, wir haben eine Stack-Size von 20, okay. Genau, und dann können wir den ganzen Quatsch mal zusammenbasteln, genau. Können, nee, die können nichts mit Produktivitätsmodulen anfangen, oder? Im Testen, ich glaube nicht. Nee, siehst du. Moin Fisch, willkommen. Ja, aber dann verzichten wir auf die Effektverteiler, oder? Schon mal einer pro... Ja. Das reicht eigentlich auch. Wir können das aber vielleicht ein bisschen entschlacken. Sieht immer so traurig in so einem Block aus, wenn da vier Maschinen rumstehen. Ih, 6 ist halt auch blöd, warte mal. Nee.
Oh, warte mal. Jetzt sind wir aber ein Problem. Dann machen wir doch nur 6. Weil ich brauche wieder so einen 15er hier. Aha, perfekt. Genau. Gut. Dann haben wir einen Input. Könnte auch genauso gut ein Output sein eigentlich. Ja. So, und wir nehmen den hier noch mit. Ah, wir arbeiten hier trotzdem mit den Tunneln, weil da haben wir es gleich leichter mit den Umspannwerken. Oh, der geht sogar bis da. Na denn? Gut. Den hier können wir 1:1 einfach mitnehmen. Einmal hier rüber und hier. Andersrum. Was soll da fehlen? Ach, Solarpanel. Warte mal. Hat er noch welche reingeschoben? Nee. Achso, kommen die? Yep. Die kommen dann irgendwann demnächst mit runter. So. Ja, ich würde sagen, wir machen das mit dem Stahl relativ einfach. Der kommt hier auf den inneren Part. Wir brauchen eh von allen das gleiche. Ja, aber hier haben wir es gerade da. Gehen wir da raus. Andersrum. Achso, warte mal. Ja, machen wir vorne raus, dann gehen wir am Strommast wieder vorbei. Jo. Huch. Machen wir das auch richtig rum, ne? Dann kommen die Sachen vielleicht auch da an, wo wir sie brauchen. Genau, und dann sind wir eigentlich schon durch. Egal. Dauert halt ein bisschen, aber ist egal. Was wir eventuell machen müssten, wäre noch ein zweiter. Na, wir können gleich mal eben schauen. Es war eine gute Idee, auf jeden Fall keine Tempomodule da einzubauen. Ja, die kommen gerade so hinterher. Das reicht mir. Ja, wir hätten den anderen Input auch in der Mitte bauen können. Die zwei Blöcke rausschieben und dann den Output in der Mitte machen. Aber wie gesagt, es ist total egal. Es ist nur diese Meteoritenmunition. Meteoritenverteidigungsmunition und gut ist. So. Dann lassen wir den mal arbeiten. Ein Train dafür haben wir eh noch nicht, daher kein Stress. Aber der ganze Quatsch, der möchte hier irgendwie mit rein. Und hier. Und hier. Und hier. Fangen wir mal oben an. Ich würde sagen, wir nehmen diesen Part hier, weil da ist noch relativ viel Platz. Und da wir hier eh nur einen 1-1-Bahnhof bauen, ist das Ganze an sich relativ simpel. Glaube ich. Müssen wir mit diesen komischen Aussagen aufhören. Weil wir müssen den noch weiter runterschieben. Oder hey, wir machen das. Genau, dann wäre da die erste Möglichkeit. Das kommt weg.
Der geht dahin. Ach ja, stimmt, wir müssen uns komplett tauschen. True. Und da war ja was. Und du möchtest daran. Genau. Das reicht schon, ne? Irgendein Tipp, was ich noch bauen sollte, bevor ich Norwis verlasse. Also eigentlich kann man beim ersten Mal gar nicht so viel falsch machen, glaube ich. Weil du kommst mit der Kapsel eigentlich in der Regel immer zurück. Du solltest auf jeden Fall ein bisschen von dem Zeug hier mitnehmen, von dem Raketentreibstoff. Ich meine, klar, im Grunde genommen kannst du die Verarbeitung schon vorbereiten. Aber nee, mach das nicht. Wir haben ja am Anfang haben wir ja auch gesagt, wir verarbeiten das hier auf dem Planeten. Ich würde das am Anfang auch einfach empfehlen, weil du kriegst dann durch die Forschung, die du hier raus bekommst, wieder andere Möglichkeiten. Und als erstes kommst du ja sowieso auf die komische Space-Plattform und darfst da dann erstmal Staubsauger spielen, weil da überall Schrott rumliegt. Ja. Guck's dir in Ruhe an, würde ich sagen. Aber wie gesagt, so ein bisschen extra Raketentreibstoff schadet nicht. Ach so, stimmt, der muss ja noch einen runter. Na dann. Nee, das machen wir nicht. Wir könnten aber... machen das so. Oh. Ah. Jetzt haben wir es, glaube ich. Ihr habt alles schon voll, ne? Die können wir da drüben immer gebrauchen, die Dinger. Scheißegal. Mit der nächsten Rakete ist es eh wieder leer. So. Der hier muss runter und nochmal runter. Genau, und den tunneln wir da einfach hoch und gut ist. Genau. Nee. Engste Kurve, die möglich ist. So rum. Richtig. Dann nehmen wir das hier eben kurz mit, damit wir auf der anderen Seite den gleichen Quatsch bauen. So. Warte mal. Schlechte Idee. So, jetzt. Die Bahnhöfe, die wir hier brauchen, die gibt es noch nicht. Wir haben hier ein, ja, Munition in. Mit Zugbeschränkung. Da müssen wir nochmal eben die Kabelverbindung hier wieder herstellen. Drei Module designen können für die Basis. Nice. Geht voran, würde ich sagen. Das sind, warte mal, 10er, ne? Dann haben wir hier 960. Wir haben im Train 400. Dann sagen wir mal, wenn kleiner ist als 500, oder? Oh, und natürlich fehlt wieder so ein Signal. Ja, Pyroflux müssen wir auch noch in Angriff nehmen. Wollte ich aber, wie gesagt, erstmal noch nicht machen, weil wir momentan hier nur Pyroflux aus der Core-Fragment-Anlage bekommen, die bald nicht mehr steht. Und dementsprechend habe ich darauf verzichtet. So, was fehlt hier? Ach, immer noch die. Warte mal. Mal eben noch einen runterholen. Lohnt sich eigentlich nicht, aber ist egal. Wir haben es ja, ne? Warum denn nicht? Ach so. So, jetzt so. 50 Platten pro Sekunde. Wir haben die, was haben wir denn gemacht hier? Ja, eigentlich sind das nicht ganz 120. Genau, weil ich keine Maschine mehr mit einbauen wollte. Ja. Das sind halt Klumpen, die einfach den Block voll machen, ne? Aber der Rest, der hier fehlt für die 120, das ist eine Modulgeschichte.
so. Warte mal. Wo schieben wir das mit dran? Hier oben, ne? Ja, ja. Kriegen wir schon hin. So, du... bin so hohl, ne? Oder? Ja, ich muss es auch ändern. Dann haben wir auch einen 20er Stack. Sind dann 1600. Ich will nicht so viel davon anliefern lassen. Ich denke, das ist okay so. Ja, ja, passt schon. Genau, und der sagt, pack da drüben mal 200 rein. Das reicht. Genau, die Kiste hier begrenzen wir auch. Die haben wir nicht begrenzt, weil wir von dem Zeug immer super viel brauchen. Dann sagen wir mal hier, wenn da irgendwas in Menge 50 drin ist, reicht das. Oh ja, Friedensverträge mit Artillerie, super. Noch besser. Waffenlieferungskanone. Ja, ich glaube, dann haben wir das, ne? Wir können nur dummerweise nicht einfach stumpf copy-pasten. Also ein paar Sachen müssen wir selber machen. Wobei, doch, das ist ja der Spritbahnhof. Doch, wir können es somit übernehmen. Nur das Stück hoch zur Rakete, weil wir dürfen hier nichts verstellen bei den anderen Dingern. Ja. Geht ja. Aber ich würde, glaube ich, erstmal einen Train dafür bauen. Wie viel haben wir hier schon drin? 600? Knapp 700, okay. Ja, ja, geht mir ähnlich mit der Forschung. Aber ja, gut. Es ist aber sehr bequem, ne? Weil Send Nukes, nicht Nudes, ne? Ja, das haben wir, das haben wir. Okay, Verbindung hatte ich auch wieder gebaut, ne? Ja, haben wir. Okay, gut, dann Train. Ist immer komisch, wenn da so eine 1-1-Train reinkommt. Aber egal. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung, weil ohne 1-1-Trains würden unsere 1-4-1-Trains gar nicht fahren. So, ein Depot. Wo haben wir sie denn? Da. Nee, der wird noch nicht genug haben. Nee, bei 800 schaltet der erst frei. Stimmt, ja, genau. So, das heißt, wir nehmen mal, da müssen wir aufpassen. Wir dürfen auf keinen Fall diesen Bahnhof hier mitkopieren, weil wir ansonsten den ganzen Quatsch hier wieder umbenennen. Das wäre halt dumm. Das heißt, wir fangen mal von hier einfach an. Geht das? Genau das nämlich nicht. Dann fangen wir hier drunter an. Geht das? Jo. Und der Rest ist egal. Warte mal, wir nehmen auch das Richtige mit, ne? Nice. Wir müssen dann nur bei dem anderen Bahnhof nochmal eben den Container und so hinbauen. Geht nur darum, dass wir nichts Wichtiges überschreiben. Oh, wir müssen ja alle umbauen, ne? Scheiße. Stimmt. Na gut. Das habe ich vergessen. Ich scholze jetzt. Naja, dann machen wir das so. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. So, und der muss runter. Das muss weg. Der muss nochmal runter. Dann packen wir das kurz ein, schieben das direkt hier ran diesmal. Der geht da längs, der geht da längs und der geht da längs. Ja, in der Mitte ist egal, das werden wir irgendwo an anderer Stelle wieder brauchen. Hm, das ist nicht so geil hier. Das muss da raus, stimmt. Ach ja, die finden das schon wieder irgendwie. Ihr müsst da längs. Komm, die brauchen da drüben immer Treibstoff. Ne? Ist egal, einfach rein damit. Die kommen damit schon irgendwie klar. Ja, und nachher stehen wir da und alles ist verstopft. Ne? So wie immer. Gut.
Gut, dann machen wir das hier selber, ne? Weil irgendwie schaffen die das wieder nicht. Der muss noch einen Block weiter runter, genau. Das kürzen wir schnell. Ja, und dann versuchen wir das nochmal. Ist ja nicht egal, ne? Warte mal, der... Eigentlich kann der nicht andersrum sein, oder habe ich hier wieder irgendwas verkackt? Ach, weiß ich nicht. Wir kopieren das nochmal. Egal. Machen wir es so. Genau, der geht bis da irgendwie hoch. Genau. Hier brauchen wir nichts weiter einstellen. Bin mir nicht sicher, ob der verbunden ist. Das werden wir gleich sehen. Doch, könnte. Mal gucken. Forschung muss noch warten. Ja, ist bei mir genauso. Also, wir machen jetzt so einen Forschungsbreak, bis wir den Kram hier ein bisschen aufpoliert haben mit der Meteorverteidigung und so weiter. Ja. Und dann müssen wir diese ganzen Geschichten auf Norvis bauen. Und dann gehen wir Richtung Energiewissenschaft. Weil dann haben wir die Materialien alle da. Und haben auch überhaupt keinen Stress damit. Nice. Wo haben die den restlichen Kram eigentlich hingebracht? In das Sammellager, ne? Oder? Nee. Okay. Naja, oh, Hauptsache nicht hier, ne? Ja, Space Station neu designen, das ist klar. Das kommt irgendwann automatisch. Kam der hier schon mal? Oh, nice. Genau, und da sind genau 200 Stück drin, sehr schön. Schon bei der vierten, okay. Ja, das sind halt so Sachen, die werden uns auch noch ereilen, gar keine Frage, ne? So, den machen wir so, den Rest machen wir selber. Ach du Kacke. Was ist mit den Fließbändern? Die können nicht fehlen. Hier befinden sich 1000 Stück drinne. Ach so, warte mal, wir machen das mal an, oder? Aber die sollten das normalerweise auch so liefern so können. Aber, ach, keine Ahnung, was die Bots wieder machen. Ich meine, in dem System hier sind 2000 verfügbar. Das kann nicht so schwer sein. Okay, was wir noch brauchen, ist die Chest von hier. Und die Verbindung von hier nach hier. Und der Rest ist dann, ja, schon klar. Ach ja, die raffen das wieder nicht beim Ghosten. Stimmt. Eine Lösung für die Inserter, dass sie nicht mehr Sachen in die Rakete packen? Doch. Also, ja, diese Methode hat einen Nachteil, aber wir lesen ja den Bereich oben auch mit aus. Jetzt mal im Beispiel der Uran-Brennstoffzellen. Wir haben das Signal von oben und von unten kombiniert. Wir haben hier 795 Brennstoffzellen im System und er füllt nur eine gewisse Menge nach. Der einzige Punkt, der nicht betrachtet wird, aber das könnten wir noch einbauen, ist der Moment, wenn die Rakete quasi in der Travel Time von hier unten zum Planeten ist. Yo, 50, vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Gerade so ein bisschen am Raketen-Stuff tüfteln. Wir könnten nämlich diese Greifarme zum Beispiel auch so beschränken, dass sie erst anfangen, hier Sachen reinzupacken, wenn die Rakete auch fertig ist. Auch das wäre eine Möglichkeit, ne? Warum war das klar, dass du hier raidest? Ach so, ich weiß nicht, ob das so klar war. Auf jeden Fall vielen Dank. Jo, herzlich willkommen.
Ja, also wie gesagt, die Raketensteuerung, die wir hier gebaut haben, das ist eine ziemlich crappy Geschichte. Ziemlicher Müll, aber es ist erstmal funktional genug, damit wir den Laden hier unten und oben am Laufen halten. Ach so, 4 Sektoren für die Forschung. Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Aber du musst bedenken, dass du die signifikanten Daten nachher kombinieren musst wegen diesen Geschichten hier. Also du hast immer so ein paar Verschmelzungen wieder mit dabei, weil die kann man auf diese Art und Weise viel günstiger herstellen. Schön aus dem Lörg geholt, Leute. Okay. Sobald der Wenn mal Bock hat, hierher zu fahren, beziehungsweise die Anlage für die Munition genügend Munition hat. Ach, hat er bald, genau. Dann wird auch da die entsprechende Munition angeliefert. Freigeschalten ist der Bahnhof, verbunden ist er auch. Ja. Dann haben wir hier das rundum sorglos Planet, Planet, genau, System für die anderen Planeten. So rum wollte ich sagen. Meine Fresse, noch eins. Nice. Ja, blöderweise, weil ich nicht aufgepasst habe, müssen wir nochmal eben alles hier umbauen. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber nicht ganz unteuer. Das geht schon. So rum. Glaube, der muss noch einen weiter, ne? Sehen wir gleich. Genau, das kommt daran. Das drehen wir. Den Sektoren und die Kataloge. Ach so. Ja, klar. Das ist eine gute Idee eigentlich. Ja. So, ach so, warte mal. Wie gesagt. Oh. Ach, egal. Mach voll. Die Neuverteilung der Datakarten, die leeren, ja. Das ist wohl wahr. Ach so, und der muss noch einen runter. True. Wir hatten damals, glaube ich, eine zentrale Verteilung gebaut für die Datenkarten. Weiß noch nicht genau, wie wir das dieses Mal machen, aber ich denke mal so ähnlich. Also Datenkarten kann man schon, oder sollte man schon irgendwie zentralisieren, glaube ich. Weil du musst halt gucken, dass du die Datenkarten von der Produktion mit einer niedrigeren Priorität versiehst, als die Datenkarten, die aus den Anlagen wieder mit zurückkommen, weil ansonsten hast du irgendwann Verstopfung und das mag keiner. Egal in welcher Art und Weise, ne? So. Ja, Sushi-Spaghetti, ne? Ist auch so eine nice Sache eigentlich, nicht? Wobei, ganz ehrlich, manchmal ist es echt nützlich. Also, ich sag mal so, Spaghetti hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung in irgendeiner Art und Weise. Nicht immer. Aber manchmal schon. So, der möchte noch eine Verbindung hier rüber haben. Ist konfiguriert, genau. Läuft. Also läuft nicht, weil die Munition hier noch fehlt. Aber nicht so tragisch. Ich glaube, der macht den anderen jetzt erstmal so weit voll, ne? Wir hatten den. Ah ja, perfekt. Der ist bei 1K, also aus. Ja, genau. Freien Raum der Zellen zu nutzen, um Akkus zu bauen. Ja, kann man machen. Ich würde aber davon abraten, in irgendwelchen Maschinenblöcken diese Akkus und so zu bauen, weil du stellst irgendwann sowieso fest, hey, wir könnten das nochmal umbauen, bla blub. Ich habe halt echt nur diese Zwischenräume genommen und den Part mit den Train Depots, weil da weiß ich, das bauen wir nicht nochmal um. Aber bei allen anderen Maschinen würde ich es nicht machen. Ich meine, klar, hier ist ein Haufen Platz drin, aber nee. Alles voll machen ist auch nicht immer die beste Idee. So, Treibstoff haben wir noch über. Er hat echt Bock hier, ne?
Liegt aber da. Ach ja, stimmt. Wir sind mit dem gerade wieder runtergeflogen, ne? Hat er jetzt oben noch genügend Sprit? Ja. Und Brennstoffzellen. Nice. Würde auch schon starten, glaube ich, wenn unten die. Ja, wenn unten die Landeplattform leer wäre. Ist sie nicht, weil unsere nachfolgenden Verarbeitungsmethoden noch fehlen. Aber das macht nichts. Ja, genau, einfach ganz entspannt irgendwann upgraden. Und dann hat man das. So, wir machen den letzten jetzt auch noch eben, dann ist er auch fertig. Wie gesagt, ich habe nur bei den Bahnhöfen nicht aufgepasst. Das war nicht so die schlaue Variante, aber egal. Ja, warte, auch die kriegen noch ein bisschen mehr Treibstoff. Die hat gerade gar keinen Bedarf, aber ist egal. Kriegt er trotzdem. Ist halt Pech. Oh, das würde ich gerne behalten. So. Gut, dann haben wir das auch. Da ist er. Genau, dann brauchen wir nur noch den Kollegen hier, oben den Greifarm noch. Und dann hätten wir schon mal, ja, alle Raketensilos neu ausgestattet. Dann sind wir damit nämlich erstmal fertig. Schön. Genau, und hier noch eben die Kabelverbindung nicht vergessen, weil ansonsten macht ihr irgendwann alles voll mit Munition. Und das wäre schlecht. Genau, hier brauchen wir nichts weiter einstellen, der Rest sollte passen. Ja. Den Rest machen die Bots. Okay. Ja, das heißt, Meteorgedöns ist auch fertig, also Verteidigungsgedöns. Dann geht der Spaß jetzt weiter mit unseren, ja, Kryolithverarbeitung, Vulkanit, Holminit und Beryl. Und danach die entsprechenden Energiewissenschaftspakete. Und danach defragmentieren wir und kümmern uns um unsere Core-Geschichte hier. Und dann müssen wir nur noch irgendwann versuchen, mal diesen alten Klumpen hier wegzubekommen. Könnte auch interessant werden, mal sehen. Was ist mit dem Licht? Okay. Nice. Ja, Kryonit. Wir haben ja die Crusher schon aufgestellt. Der Output liegt irgendwo hier rum. Und dann geht's hier links direkt weiter mit dem nächsten Arbeitsschritt. Klar könnte man einen Tunnel von hier rüber bauen, aber dann habe ich auch, dann hätten wir auch kein Grid gebraucht, ne? Schwachsinnig. Ein Zug auf der Strecke parken. Naja, das macht man ja sowieso nicht, ne? Also entweder steht er im Depot oder im Input oder im Output. Auf der Strecke steht er nie. Okay, mal Ausnahme der Bowtrain, wenn man einen hat. Wir beschäftigen uns ja hier mit den dämlichen Bots, die immer so lange brauchen. So, ja. Was brauchen wir? Nochmal Pulverisierer und das erste Mal ein Prioritätsproblem wegen dem Sandoutput. Ein Zug im Grid blockiert alles. Okay, das ist ein Problem. Bei uns nicht, zum Glück. Genau, Sandprio, ne? Ah, Autosave. Sollte der Sandausgang da voll sein, muss dieser hier mit L-1 versehen werden, damit hier kein Train reinfährt, sondern der andere bevorzugt wird. Aber das machen wir dann gleich. Und genau deswegen, also ich hatte ja vorher gesagt, so ein Sanddingens ist eigentlich blöd. Weil ich habe sonst immer gerne den Crush-Bereich vorm Glas direkt gebaut, also in den gleichen Block mit rein. Aber dann lässt sich das nicht so einfach priorisieren. Ja, also zumindest nicht mit einer Bahnhofspriorisierung. Und deswegen haben wir Sand nämlich extra gebaut, gleich zu Beginn.
63 Züge im Depot. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir gerade haben. Wir haben 72 Trains und ja, 96. Okay, ja. Easy. Da haben wir auf jeden Fall noch genügend Möglichkeiten. Okay, let's go. Was brauchen wir nochmal? Ich habe wieder alles vergessen. Warte. Genau. Kryonit in, Pulver raus, Sand raus. Alles klar. Dann nehmen wir uns einen einfachen Innenbahnhof. Wir können diesen hier einfach mitnehmen. Nur wie gesagt, ein paar Sachen umbauen. Nee. Ich wäre langsam mal dafür, dass wir anfangen, diesen Innenbahnhof hier zu nehmen. Weil die schmale Variante, die gefällt mir ehrlich gesagt um einiges besser. Müssen nur schnell sein. Weil Treibstoff brauchen wir hier nicht. Das brauchen wir. Da gibt es auch noch kein Train für. Dementsprechend haben wir hier keinen Stress. So, das war auch ein 20er, glaube ich, ne? Ja. Das heißt 8, 1, 6, 3, 2. Genau, den Rest können die Bots machen. Sollte passen. Ja. Dann haben wir da unten irgendwo so ein Pulver-Output. Haben wir auch schon den neuen Out irgendwo? Was genau meinst du mit generischen Stationsnamen? Eigentlich ist es nicht so wichtig beim Out. Hatten wir das schon mal irgendwo gequetscht? Ja, hier, guck mal. Nice. Dann können wir den hier mitnehmen. Das waren 50er, ne? Genau, dann brauchen wir hier 8000 pro Train-Ladung. Ach so, Blueprint, ja. Ja, aber ich denke, diese Bahnhöfe hier werden wir auch mal blueprinten. Irgendwann, das brauchen wir nicht. Machen den Sandoutput hier, wobei ist eigentlich total egal. Ja, dann nehmen wir den hier einfach mit, komm. Ja, machen wir es doch hier. Genau, dann haben wir hier jetzt einen Sandoutput. Das ist ein 200er, glaube ich. Wir werden es gleich sehen. Yep, dann brauchen wir hier 32.000. Ah ne, war richtig, okay. Zwei mal vier. Ja, ist immer schwierig zu folgen, wenn man sowas schreibt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ja, wenn es funktioniert, dann funktioniert's. So, hier oben fehlt noch ein Signal, nämlich da. Da muss keins und da muss keins. Läuft. Okay. Crusher. Haben wir dabei? Perfekt. Wir können auch hier anfangen, weil brauchen da schon ein bisschen mehr. Soll schon ein bisschen Durchsatz drin sein. So, input-technisch das Übliche. Dann nochmal zwei unten drunter. Und das Ganze natürlich mit Prot-Modulen, ist klar. Wir haben jetzt hier. Passend. Ein Block off. Ja, war klar. Passt aber soweit. So, dann haben wir irgendwo hier einen Input. Da geht's dann weiter zum nächsten. Da geht's runter und hier kommt's raus. Genau. Das ist richtig. Ja, ist die gleiche Höhe. Naja, sollte. Aha. Der muss dahin. Genau. Dann kommt natürlich dazu ein Effektverteiler für die ersten beiden. Das heißt, wir könnten hier schon. Oh. Okay. Dann ist das ja schon voll. Ah, nee, das ist der Input. Nee, passt, alles gut.
Ach ja, stimmt, du hast ja die T-Kreuzungsvariante genommen. Stimmt. Jetzt komme ich damit klar. Okay. Nice. Ja, wie gesagt, T-Kreuzung ist gar nicht so blöd. Haben wir die Filtergreifarme dabei? Haben wir. Machen das mal hier und hier. Der äußere Part wird dann Sand und der innere Part wird dann das so hier. Können wir hier eben die Vorlage bauen und dann copy-pasten wir das rüber auf die andere Seite. Das heißt, irgendwo hier laufen die beiden zusammen. Und hier kommen ein paar Tunnel mit rein gleich. Der hier braucht nichts. Wir hatten das immer auf der kompletten Länge, glaube ich, getunnelt, damit wir da niemanden in die Quere kommen. Und hier kommt irgendwo das Zeug zusammen. Genau. Und dann sind wir im Endeffekt nachher hier auf der gleichen Höhe. Jederzeit den Stacker. Ja, das haben wir auch mal gemacht. War mir zu viel irgendwann. Das kommt immer drauf an. Also wenn man wirklich große Blöcke hat mit wirklich vielen Maschinen und entsprechend viel Material rauskommt, dann sollte man das vielleicht tun, dass man da zumindest noch einen wartenden Train dabei hat. Aber bei den kleineren Blöcken, die wir hier haben, brauchen wir das nicht. So, ich nehme mal eben den inneren Part hier mit. Naja, wir können die Greifarme auch mitnehmen, das ist okay. Dann packen wir das hier nochmal hin. Und jetzt brauchen wir diesen Abschnitt hier. Connecten das. Ah, oder müssen wir dann mal eben ein paar Sachen tunneln? Genau, weil der hier möchte ja dahin und der hier möchte dahin. Genau. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas vergessen. Macht nichts. Wir spiegeln das Ganze nochmal. Packen das da drüben nochmal hin. Greifarme überfordert. Ich glaube nicht. Pro Maschine 7. Denke, das ist okay. Und wenn nicht, Filterloader und gut ist. Wir können das hier super ergänzen. Wir müssen nur eine Sache bedenken. Wir brauchen hier eigentlich den Output schon auf beiden Seiten vom Fließband, weil wir auf 30 kommen. Input können wir noch einen durchsneaken. Achso, ja, das müssen wir auf jeden Fall eben machen. Moment. Genau, weil nur der erste Viererblock quasi mit der einen Lane hier versorgt wird. Das heißt, hier haben wir schon mal den hier. Kriegen wir das durch? Ja, nice. Genau, weil dann können wir nämlich die zweite Lane hier anschließen. Und der zweite Block bekommt dann eben die andere Lane. So, ich mache mal eben die Disco-Beleuchtung hier aus. Das nervt. Warte, wir haben das von außen gemacht. Dann kriegen nämlich beide was, ne? Ja. Okay. Jo. Und jo. Boah, sogar die inneren. Nice. Dann machen wir hier den nächsten. Und hier. Genau, also der Block hier, der wird schon einiges durchheizen. Vermutlich mehr als wir hier rausholen, oder? Ja, 30. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Ich möchte nur von Anfang an einfach so ein bisschen mehr da rauspumpen. So, was ist mit den Bots schon wieder los? Alles muss ich hier selber machen. Wahnsinn. Ich meine, das ist ja alles lieferbar. Alles. Ja, nicht ganz. Jetzt kommen die, oder was? Nee, die kommen zu mir. Ach, egal. Die machen hier, was sie wollen. Das hier brauchen wir nicht. Noch nicht. So, jetzt müssen wir schauen. Die hier packen das Zeug immer auf die linke Seite. Müssen da irgendwie, also zwischen dem hier und dem hier, diesen Doppeldingern hier, müssten wir ein Lane Balancing machen.
Oh, Freundin treffen, Planetarium. Oh. In sowas war ich, glaube ich, Ewigkeiten nicht mehr. Wir was aufräumen. Genau, hier liegen ein Haufen Steine rum. Weg damit. In 30 Jahren Keim. Ah, mach 20 draus, dann bin ich dabei, ja. Keine Ahnung, hat mich auch nie wirklich gereizt, irgendwie. Wenn ich mir Sterne angucken will, dann setze ich mich auf den Balkon nachts. Also, keine Ahnung. Ja, die können bestimmt irgendwelche coolen Lasershows oder irgendwas machen, aber da habe ich ja nichts von. Ja, ich würde sagen, wir schmeißen das gleich mal an und dann gucken wir mal, was hier passiert, weil ich glaube, der hier packt auf eine andere Seite als der hier. Wir müssen es, wie gesagt, mittendrin einmal balancen und dann geht's. Vom Sandoutput her haben wir das überschaubar. Ja, das machen wir so. Genau, wir brauchen einen Train. Haben wir da oben was frei? Ja, scheint so. Ach so, ja, ich bin Mitte 30. 34 inzwischen. Müssen wir mal überlegen, wenn ich darüber nachdenke. Das ist schon schwierig. So. Ein Depot. Inaktiv. Ein Depot. Inaktiv. Nee, fast. So, dann haben wir jetzt. Wo ist er? Da, genau. Output machen wir voll. Input machen wir leer. Ich finde, das geht. Also mit so 30, Mitte 30 bist du halt eigentlich ganz gut dabei. Man sollte einfach also nicht so oft drüber nachdenken. Und dann geht das eigentlich. So, was wir auf jeden Fall brauchen, sind hier unten zwei Inputs, genau. Warum wartest du? Ach so, der ist schon einmal durch. Lol. Ja, okay. Das ging schneller, als ich dachte. So, dann lass uns mal schauen. Mal gucken. Witzig. Bei diesen Modded Items geht das mit der Farbe sogar wieder. Warte mal. Wo ist denn... Ist natürlich dunkel. Wo ist denn mein Prozessor-Train? Der war hier oben, glaube ich, ne? Oh, der hat es auch geschafft. Wow, dann brauchen die manchmal ein bisschen, um sich zu aktualisieren. Der war nämlich sehr lange noch rot. Ja, okay, dann geht das ja. Ja, Sandbox-Mod ist auch so eine Geschichte, die eigentlich ganz cool ist, aber wir leben in der wirklichen Welt. Nicht. Ja, richtig so, Triggerfinger. Na, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Drauf geschissen. Ich gehe auch jeden Sonntag in der Früh, gehe ich eine Runde joggen oder sowas. Bisschen fit halten und dann fühlst du dich auch fit. Ganz einfach. So, das Coole ist, wir könnten hier den hier machen. Dann sind nämlich die oberen beiden schon mal gebalanced. Und dann müssen wir gucken. Ja? Wir hatten, glaube ich, zwischendrin. Weiß ich nicht mehr. Nice. Warte mal eben. Hatten wir das nicht hier auch gemacht? Nee, hier hatten wir das nicht gemacht, weil das gereicht hatte. Genau. Nee, tut's eigentlich nicht. Aber hier müssen wir das machen. Also, wir haben jetzt halt den einzigen, der auf die linke Seite packt, ist der hier. Die anderen beiden ist rechts. Da wäre das mit Castorio wieder einfacher, weil wir da nah und fern auswählen könnten. Aber Castorio haben wir nicht mit drauf. Lass mal laufen. Wir kriegen das eh noch nicht verarbeitet. Aber den einen schieben wir auf jeden Fall hier rüber dann. Ach ja, hier ist ja andersrum, weil der jetzt auf die untere. Ach Gott, ja, komm. Weißt du was? Wir lassen das weg und nehmen nachher Bluebells. Ganz einfach. So, Problem gelöst. Nice. Bin Profi.
Huch. So. Ja, man kann auch Core Fragments auf anderen Planeten verarbeiten. Klar, warum nicht? Gibt so viele Möglichkeiten. Warum macht die eine Seite das so und die andere so? Ach so, warte mal, sind das noch die Restdinger? Nee, weil der eine, genau, weil der eine nämlich rumspackt jetzt. Deswegen. Ja, lass mal leer laufen. Wir müssen sowieso den Sand eben noch rausholen. Beim Sand ist der Vorteil, also wenn wir das schon mal vorbereiten wollen würden, auf Dinge, die vielleicht passieren könnten, dann müssten wir das so bauen. Nee, wir machen das mal so, das ist der richtige Abstand. Genau. Das hier ist übrigens der falsche Abstand. Egal. Machen wir trotzdem. Dann haben wir wenigstens schon mal eine Sache vorbereitet. Und den Sand schicken wir dann hier rüber. Und wir können das eigentlich genau damit draufschmeißen. Weil Sand kommt, glaube ich, nur 3 pro Sekunde raus oder so. Ne? Dann haben wir das schon mal ganz gut verteilt. So, und dann geht der ganze Quatsch hier mit rein und ist weg. Rein, genau. Ja, der arbeitet jetzt nicht, ne? Machen wir es so. Dann sollten wir jetzt eigentlich das gleiche Bild haben wie auf der rechten Seite. Wenn der sich mal einigermaßen eingepegelt hat hier. Ja, da war noch relativ viel drin, glaube ich, ja. Bei dem auch, ja. Im Endeffekt ist es egal, ne? Weil die Kiste hier balanced sowieso. Okay, dann nicht. Legen wir das auf der Seite denn so hin wie auf der anderen Seite? Nee, machen wir bei dem hier. Ich glaube, die rechte Seite wäre sogar einfacher, weil die da auf die richtige Seite vom Fließband was packen. Ja, egal. Oh, der hier, ne? Hat ganz schön auf Pause. Oh, warte mal, ich bin doch blöd. Ich wollte eigentlich die filternden Stapelgreifarme nehmen. Ach, die haben wir dabei. Oh. Ups. Ja, wieder mal nicht dran gedacht. Man kennt es. Für Sand brauchen wir das nicht in dem Fall. Ja, ich denke, wir lassen das mal ein bisschen laufen. Frage ist auch... Könnte bald Nachschub kommen. Oh. Genau. Oh, und dann sollten wir... Warte mal, ich will mal was gucken. Genau. Ich habe nämlich Dinge ergänzt für die leeren Brennstoffzellen. Die irgendwie nicht mitgekommen sind. Ach ja, weil die Rakete ja erst noch voll war. Die kommen mit der nächsten dann. Stimmt. Ja, passt. Aber die werden dann, also ist eine der wenigen Dinge, die hier per Bot noch transportiert werden. Die kommen dann quasi direkt hier rein. Werden dann wieder verarbeitet, wieder aufbereitet. Und laufen dann wieder ganz normal im System mit. Bin mal gespannt, wie lange das läuft. Ich bin skeptisch. Wir haben wirklich eine sehr crappige Variante. Aber mal gucken. Mit 3 Sand pro Sekunde sieht das ganz schön viel aus. Hm. Naja, gut. Das haben wir eingestellt, ne? Ich hab 32.000 und den genauso. Uff, hier also 8.000, genau. Ja, okay. Richtig, Akidesh. Genau so lange muss es laufen und nicht länger. Ja, vielleicht ein bisschen.
Ja, das Coole ist halt, man könnte dann auch diese Blöcke durch, ach, Licht, warte, ja, durch Raumschiff-Landeblöcke ersetzen zum Beispiel. Weil die Ressourcen sind ja immer noch die gleichen. Irgendwann fällt Uran weg. Gut, aber wir machen weiter mit dem nächsten Schritt und bald wird das eng, weil dummerweise kommt hier noch ein See. Warte mal, wie viel Landfill haben wir? 16.000? Dann machen wir immer. Oh Gott, was einfach ist. Ich bin schon wieder 2 Stunden rum. Leck mir, ich muss gleich mal eben einen neuen Kaffee holen. Wir brauchen für den einen oder anderen Arbeitsschritt nämlich ein bisschen mehr als nur 3 oder 4 Felder. Deswegen muss der See halt weg. Warum Uran wegfällt? Sobald wir den Weltraumlift haben, werden unsere Schiffe, die wir in Zukunft dann machen, quasi von einer Weltraumplattform den Kram abholen. Jeder Planet kriegt seinen eigenen Lift. Und wir können dann im Weltraum quasi die Solarpanel bauen und die Energie über den Lift nach unten leiten. Das wäre eine Option, die wir machen könnten. Müssen wir aber nicht. Mal gucken. Aber ich will auf jeden Fall in irgendeine Richtung gehen, in der wir nachher keine, ja, keine Wartungs-Item-Slots mehr verschwenden für sowas. Mal mit der Ausnahme von Munition für die Meteoritenverteidigung. Aber noch was? Jo. Das Coole ist halt, ne, immer wenn wir unsere Basis erweitern mit diesem Block hier, kriegen wir automatisch mehr Energie. Ja, reicht das noch? Wenn nicht, ist egal. Die andere Frage ist. Nee, das reicht noch nicht für einen Block, oder? Warte mal. Oh. Da ist er. Sagen wir bedingt. Aber ausreichend. Steine da. Lass sie erstmal frei. Können wir zum Beispiel auch zu Landfill verarbeiten. Genau, Triggerfinger. Da kriegen wir einiges mehr raus im Weltall. Wir müssen halt mal gucken. Nur mal so Interesse halber, ne? Wenn wir mal hier gucken. Orbit. Dann haben wir immer noch das, was wir jetzt auf Nauvis haben, plus ein bisschen mehr. Und ich finde, das ist eigentlich okay. Gut, aber ganz ehrlich, es sind nur, upala, die beiden hinteren Planeten. Nur der hier und der. Und da sind wir eh noch nicht aktiv. Wenn wir hier mal gucken bei der nächsten Stufe, dann sind wir jetzt hier schon bei 180% wieder, ne? Also, ich denke, das ist in Ordnung. So, genau, wir wollen weitermachen mit dem nächsten Schritt. Geht klar, ich denke auch, ja. Ja, Ekidesh. Bis dahin träumen wir noch eine Runde, weil wann kommen Energiestrahlen? Genau, spät. Ich werde es nicht nachgucken, weil die kommen sehr spät. Das wird noch ein Weilchen dauern. So, nächster Arbeitsschritt für das zu Chemiefabriken. Mit Dampf. Dampf machen wir hier wieder vor Ort. Kein Thema. Genau, hier kommt nachher der Trick an der ganzen Geschichte, um den wir uns dann aber nicht mehr kümmern müssen, weil wir machen jetzt aus dem gecrushten Zeug hier, aus dem Pulver, machen wir die Kristalle. Für die Stangen werden Pulver und Kristalle gebraucht. Was wir also quasi hier auf Andragora noch irgendwie balancen mussten oder volllaufen lassen mussten. Da werden sich dann, wo sind sie denn? Hier. Da werden sich dann die Trains drum kümmern. Der einzige Nachteil ist der, erstmal laufen die Kristalle voll und dann kommt der hinten dran Kram. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, die Trains balancen das automatisch. Brauchen wir uns also nicht drum kümmern. Das ist auch so ähnlich bei dem Vulkanit. Ne? Brauchen wir fast nichts machen. Okay, pass auf, bevor wir jetzt weitermachen. Ich bin schon wieder voll im Workflow drin, aber ich brauche einen neuen Kaffee. Das ist wichtig.
Na, dementsprechend machen wir einen kurzen Break, 5 bis 7 Minuten. Und ja, dann machen wir weiter mit dem Kryonit-Kram und arbeiten uns von oben nach unten durch. Dann Vulkanit, dann Holmium und dann Beryl. Dauert noch ein bisschen. Gut, in dem Sinne, bis gleich.